In diesem Tutorial erfährst du, wie du Videos von deinem Computer auf YouTube hochlädst. Melde dich in YouTube an und rufe YouTube Studio auf. Wenn du dich auf dem Kanal Dashboard befindest, klicke oben rechts auf das Upload-Symbol. Du kannst auch auf die Schaltfläche Erstellen und dann auf Videos hochladen klicken. Wähle dann eine oder mehrere Videodateien aus, die du hochladen möchtest. Wenn du eine Datei ausgewählt hast, kannst du den Bildschirm zum Hochladen schließen. Dein Video wird auf der Seite Videos als Entwurf gespeichert. Hier kannst du dann Titel, Beschreibung und Thumbnail hinzufügen. Du kannst das Video auch einer Playlist zuweisen und die Zielgruppe deiner Videos angeben. Noch mehr Einstellungen findest du unter Weitere Optionen. Nachdem du diese Informationen hinzugefügt hast, klicke auf Weiter. Wenn für deinen Kanal die Monetarisierung im Rahmen des YouTube-Partnerprogramms aktiviert ist, gelangst du als nächstes zu diesem Abschnitt. Du entscheidest, ob die Monetarisierung für dieses bestimmte Video eingeschaltet werden soll oder nicht. Falls ja, kannst du die Einstellungen für Werbung vornehmen. Anschließend kannst du nach der anfänglichen Verarbeitung des Videos verschiedene Videoelemente wie Untertitel, Abspanne oder Infokarten hinzufügen. Es wird auch einen Überprüfungsschritt geben, der deine Videos auf potenzielle Probleme im Zusammenhang mit dem Urheberrecht und, wenn du Geld verdienst, der Eignung von Anzeigen überprüft. Mit diesem Schritt können dir potenzielle Einschränkungen bewusst werden. Und somit hast du die Möglichkeit, Probleme zu beheben, bevor du dein Video veröffentlichst. Unter Sichtbarkeit wählst du aus, ob dein Video öffentlich, nicht gelistet oder privat sein soll. Alternativ kannst du einstellen, dass dein Video an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Uhrzeit in der Zukunft veröffentlicht wird. Sofern verfügbar, kannst du dein Video auch als Premiere festlegen. Klicke auf Veröffentlichen, wenn du dein Video sofort veröffentlichen willst. Klicke auf Fertig, um es im Status nicht gelistet oder privat zu belassen. Oder klicke auf Planen, um dein Video an einem anderen Tag bzw. zu einer anderen Uhrzeit zu veröffentlichen. Außerdem kannst du es als Premiere festlegen. Danke fürs Zusehen!